Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich im Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Bergen-Belsen. Eigentlich hätte in diesem Gelände am 19. April diesen Jahres zum 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Bergen-Belsen eine sehr große Gedenkveranstaltung stattfinden sollen, mit Hunderten von Überlebenden, ihren Angehörigen und sehr, sehr vielen weiteren Gästen, auch hochrangigen Politikerinnen und Politikern. Das alles kann nun bedingt durch die Corona-Krise nicht stattfinden. Und aus diesem Grund stehe ich heute alleine hier, werde Sie zusammen mit Kollegen durch das Gelände und durch die Geschichte Bergen-Belsens führen. Und wir fangen mit dem 15. April 1945 an. Das war der Tag, an dem britische Soldaten das KZ Bergen-Belsen befreiten. Was fanden Sie hier vor? Keine Landschaft, wie sie heute aussieht, mit Gräbern, mit Gedenkzeichen, eine parkähnliche Friedhofslandschaft. Nein, Sie fanden 10.000 halb verweste, bis auf die Knochen abgemagerte Leichen vor, dazwischen 38.000 Sterbende und sich trotzdem über die Befreiung freuende Häftlinge. Und was machten die Briten? Zwei Dinge waren besonders wichtig. Zum einen, um die Seuchengefahr im Lager einzudämmen, die Toten möglichst schnell unter die Erde zu bringen, sie zu bestatten. Deshalb wurden im Lagergelände Massengräber angelegt, in denen verpflichtete Deutsche, teilweise aber auch befreite Häftlinge, die Toten aus dem Lagergelände bestatteten, in diesen Massengräbern namenlos bestatteten. Und zum anderen brachten sie die überlebenden Häftlinge, die dem Tod häufig näher waren als dem Leben, rüber in die benachbarte Kaserne Bergen-Hohne, in der Nothospitäler eingerichtet wurden, um die Überlebenden wieder aufzupäppeln, damit sie in ihre Herkunftsländer zurückkommen können. Trotz der aufopferungsvollen Hilfe durch die Briten, sowohl Militärs, aber auch ziviles Personal, starben aber nach der Befreiung noch einmal über 14.000 Häftlinge an den Folgen von KZ-Haft, von Hunger, von Entkräftung, von Entbehrungen und insbesondere auch von Krankheiten. Im Frühjahr 1943 entsteht hier am Rande des Truppenübungsplatzes Bergen-Hohne das Konzentrationslager Bergen-Belsen, auf dem Gelände, das bis dahin bereits seit 1940 für das Kriegsgefangenenlager Bergen-Belsen genutzt worden ist. Dieser Lagerkomplex wird jetzt entlang der Hauptlagerstraße in zwei Bereiche geteilt. Im Norden bleibt es Kriegsgefangenenlager bzw. Lazarettlager für Kriegsgefangene und im Süden entsteht der neue Komplex des Konzentrationslagers Bergen-Belsen. Es ist das letzte der großen KZ-Hauptlager, die im Dritten Reich entstehen. Und es soll eine ganz spezifische Funktion im Gesamtsystem der NS-Konzentrationslager erfüllen. Man nennt es heute Austauschlager. Die SS sprach etwas verharmlosend von Aufenthaltslager. Es sind bestimmte Gruppen von jüdischen Häftlingen hierher nach Bergen-Belsen gebracht worden, um sie von hier aus gegen Auslandsdeutsche, die in westlichen Feindstaaten interniert waren, auszutauschen. Das heißt, die Auswahl war nicht willkürlich, sondern es gab bestimmte Kriterien, nach denen der Wert dieser Geiseln aus Sicht der SS und des Auswärtigen Amtes bemessen war. Es waren zum Beispiel Personen oder Familien, die doppelte Staatsangehörigkeiten hatten oder die Palästina-Zertifikate hatten, also eine offizielle Übersiedlungserlaubnis nach Palästina und ähnliches mehr. Im Frühjahr 1944 beginnt die SS, andere Häftlingsgruppen in zunehmender Zahl hier nach Bergen-Belsen zu verlegen, die mit dem Austauschlager, mit dem Austauschvorhaben nichts zu tun haben. Es beginnt im Frühjahr 1944, Ende März, mit der Verlegung von kranken, nicht mehr arbeitsfähigen männlichen Häftlingen, die aus anderen Konzentrationslagern hier nach Bergen-Belsen gebracht werden. Die SS spricht zynisch dann von diesem neuen Lagerteil, der eingerichtet wird, als einem Erholungslager. Davon konnte tatsächlich aber keine Rede sein. Es gab zunächst keinerlei medizinische Versorgung für diese kranken Häftlinge. Und die Todesraten in diesem Lagerteil waren enorm. Viele Transporte, fossilen Transporten waren nach wenigen Wochen schon mehr als die Hälfte der Häftlinge gestorben. Im Herbst 1944 wird ein weiterer Lagerteil neu eingerichtet, ein Frauenlager. Für jüngere Frauen, die aus Polen, aus Auschwitz, nach Bergen-Belsen gebracht werden, um sie von hier aus in andere Außenlager oder in Fabriken als Zwangsarbeiterinnen einzusetzen.
Zu diesen Frauen, die aus diesem Zweck hier nach Bergen-Belsen gebracht werden, gehörten auch Anne Frank und ihre Schwester Margot. Aus Gründen, die wir nicht kennen, weil die Lagerakten eben nicht mehr existieren, sind beide hier geblieben und sind wahrscheinlich Ende Februar, Anfang März 1945 an der Kombination von Typhuserkrankung und extremem Hunger hier ums Leben gekommen. Und eine weitere Funktionserweiterung fand dann ab etwa Dezember 1944 statt, als Bergen-Belsen mehr und mehr zum Zielort für Räumungstransporte aus frontnahen Konzentrationslagern wurden, die mit dem Vorrücken vor allem der Roten Armee nun mehr und mehr befreit wurden. Und um die Häftlinge nicht befreit werden zu lassen, ging die SS dazu über, sie mit Räumungstransporten, die von den Häftlingen selbst als Todesmärsche bezeichnet wurden, in das Reichsinnere zu verlegen. Und Bergen-Belsen war durch seine relativ zentrale Lage innerhalb Deutschlands einer der Hauptzielorte für diese Räumungstransporte. Und das bewirkte schließlich die eigentliche Katastrophe in diesem Konzentrationslager. Das Lager war bald völlig überfüllt. Insgesamt sind mehr als 85.000 Männer, Frauen und Kinder seit Dezember bis Mitte April 1945 hier nach Bergen-Belsen in diesem Zusammenhang gebracht worden. Mit der Folge, dass nicht nur der Hunger immer extremer wurde, sondern sich auch schnell Seuchen ausbreiteten. Allein im März 1945 sind mehr als 18.000 Häftlinge hier gestorben. Und diese Zahl stieg immer mehr an bis zur Befreiung des Lagers am 15. April 1945 durch britische Truppen. In Bergen-Belsen gibt es keinen Kamin. Das heißt, das Elend wird nicht verbrannt, so wie es in Auschwitz war. Hier haben die Leute gehungert. Hier war Typhus, hier war Schmutz, Läuse, keine Hygiene, keine Ambulanz, keine Medikamente. 14 Tage blieben wir ohne Brot. Verpflegung war Rüben mit Wasser, ohne Salz. Endlich am 15. kam die Befreiung, auf die wir 3 Jahre lang gehofft haben. Noch können wir es nicht begreifen, noch glauben wir zu träumen. Wir sehen die Engländer durch das Lager fahren, Menschen, die uns nichts Böses wollen, Menschen, die uns helfen wollen. Wir können es nicht begreifen. Man hat Wasser gebracht, Wasser. 3 Wochen waren wir ohne Wasser, die Menschen sind verdurstet. Heute früh ist noch eine Kameradin von mir gestorben, angesichts der Befreiung. Meine Eltern sind auch dabei kaputt gegangen. Aber wir blicken jetzt vorwärts, wir sind voller Hoffnung, voll neuen Mutes. Wir sind befreit. Hoffentlich werden wir doch noch irgendwelche Verwandte wiedersehen. Hinter mir steht das große jüdische Mahnmal aus Stein, errichtet, das am ersten Jahrestag der Befreiung des KZ Bergen-Belsen, am 15. April 1946, in Anwesenheit tausender überlebender jüdischer befreiter Häftlinge aus dem KZ Bergen-Belsen, die in der nahegelegenen Kaserne im DP-Camp Bergen-Belsen lebten, eingeweiht wurde, unter Anwesenheit hochrangiger Vertreter der jüdischen Community hier in Deutschland. Dieses Mahnmal spielt bis zum heutigen Tage bei den Gedenkveranstaltungen zum Befreiungstag immer im April eine ganz zentrale Rolle. Hier werden jüdische Gebete gesprochen, hier werden Kränze niedergelegt. Dieser Ort ist für die Überlebenden und ihre Angehörigen ein sehr zentraler Gedenkort. Die polnischen DPs hatten schon wenige Tage nach der Befreiung ein einfaches Holzkreuz auf dem ehemaligen Lagergelände errichtet. Und das wurde später, Anfang November 1945, durch ein größeres, massives Holzkreuz ersetzt im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes zum Allerseelentag. Nachdem die Briten im Frühjahr 1945 die letzten Bestattungen vorgenommen hatten, nachdem die letzten Baracken, um die Seuchengefahr einzudämmen, abgebrannt worden waren, forderten sie die deutschen Behörden auf, aus dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers eine würdige Gedenkstätte zu machen. Das zog sich alles etwas hin. Tatsächlich wurde dann aber 1952 bereits, und das ist für die Geschichte der jungen Bundesrepublik relativ früh, hier eine große Denkmalsanlage in der Nähe der Massengräber eröffnet. Diese Denkmalsanlage besteht aus einer langen Inschriftenwand, die man hinter mir sieht, auf der in verschiedenen Sprachen an die Opfer des KZ Bergen-Belsen erinnert wird. Und vor dieser Inschriftenwand steht ein
18 Meter hoher Obelisk, der von weitem her sichtbar ist. Diese Denkmalsanlage wurde 1952 durch Bundespräsident Theodor Heuss mit einer bemerkenswerten Rede, in der er die breite Mitschuld, die Verantwortung der Deutschen bekannte, eröffnet. Und seither ist diese Denkmalsanlage der zentrale Ort in Bergen-Belsen, an dem an die Opfer von Bergen-Belsen erinnert wird, insbesondere natürlich im April jedes Jahr anlässlich der Gedenkveranstaltungen zum Jahrestag der Befreiung. Die Gedenkstätte selbst ist aber über die Jahre dann in den 60er und 70er Jahren zunehmend vernachlässigt worden. Der amerikanische Präsident Ronald Reagan besuchte die Gedenkstätte Bergen-Belsen und legte hier am Obelisken bzw. an der Inschriftenwand einen Kranz nieder. Das war 1985. Und im Umfeld dieses Besuches gab es durchaus Kritik am Erscheinungsbild der Gedenkstätte Bergen-Belsen, denn es gab de facto keine Bildungsarbeit hier am Ort. Es gab ein kleines Dokumentenhaus, in dem in ganz, ganz groben Zügen die Geschichte des Konzentrationslagers Bergen-Belsen erzählt wurde, nicht aber des Kriegsgefangenenlagers. Und im Umfeld des Besuches von Ronald Reagan kam dann Kritik auf und gepaart mit bürgerschaftlichem Engagement, das in dieser Zeit rund um die Gedenkstätte entstand. Im selben Jahr gründete sich übrigens auch die Arbeitsgemeinschaft Bergen-Belsen. Entstand dann in der niedersächsischen Landesregierung der Plan, tatsächlich auch eine Bildungsarbeit hier vor Ort zu machen. Dafür wurde eine neue Dauerausstellung 1990 in einem neu errichteten Gebäude eingerichtet. Und das Ganze wurde dann noch einmal geändert 2007, als das neue heutige Dokumentationszentrum mit einer sehr umfangreichen Dauerausstellung eingerichtet wurde, die alle drei Phasen von Bergen-Belsen in den Blick nimmt, nämlich die des Kriegsgefangenenlagers, die des Konzentrationslagers, aber auch die des Displaced Persons Camps in der benachbarten Kaserne. Sehr geehrte Gäste und damalige Kameraden, der bloße Gedanke, dass ich 75 Jahre nach der Befreiung hier stehen würde, wäre im April 1945 absolut undenkbar gewesen. Nur wer hier in Belsen war, kann wirklich wissen, wovon wir Überlebenden reden. Nichts als Leichen, Leichen, Leichen. Ich werde oft gefragt, ob es in Belsen besser war als in Auschwitz. Belsen war ganz einfach anders. Allein in Belsen zu überleben war beinahe unmöglich. Ich hatte den Vorteil, mit einer Gruppe von Mitgefangenen hier anzukommen, die Überreste der sogenannten Lagerkapelle aus Auschwitz-Birkenau und meiner Schwester Renate. Wir bildeten quasi eine Familie, wir passten aufeinander auf. Trotzdem sind nicht alle haben überlebt. Zwei Generationen später haben wir eine der besten, eindrucksvollsten Gedenkstätten, die man sich vorstellen kann. Man sollte beruhigt in die Zukunft blicken dürfen. Leider, leider ist das nicht der Fall. Die allgemeine Richtung geht beängstigend nach rechts. Antisemitismus sind wieder Schlagzeilen. Trotz der beeindruckendsten Gedenkfeier läuft es parallel mit Überfällen an Menschen jüdischer Abstammung, als ob das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. Was um Gottes Namen braucht es, Menschen zur Vernunft zu bringen? Das große Übel ist, dass wir uns jetzt anonym und ohne Hemmungen beleidigen können. Man braucht überhaupt keinen Mut zu haben. Ein Paradies für Feiglinge. Vielleicht wäre die Lösung einfacher, als man denkt. Junge Menschen fragen mich oft, ob ich einen Rat geben könnte. Ja, sprecht miteinander. Spielt Fußball miteinander. Trinkt Kaffee miteinander. Ladet euch in eure Häuser ein. Erklärt euch eure verschiedenen Feiertage. Und ihr werdet finden, dass ihr viel mehr gemeinsam habt, als euch trennt. Thank you.
Hier an diesem Ort hätte eigentlich am 19.04. die große Kranzniederlegung stattfinden sollen, mit teilnehmenden Politikerinnen, Politikern aus allen möglichen Ländern, vielen, vielen Überlebenden, tausenden Gästen. Das Ganze kann nun Corona-bedingt leider nicht stattfinden. Wir haben aber entschieden, die große Gedenkveranstaltung zum 75. Jahrestag der Befreiung von Bergen-Belsen einfach um ein Jahr nach hinten zu verschieben, nämlich auf den 18. April 2021. Und Sie alle, die in diesem Jahr nur virtuell dabei sein können, lade ich sehr herzlich ein, im kommenden Jahr am 18. April 2021 hier mit uns gemeinsam der Opfer von Bergen-Belsen zu gedenken.